Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Stacheldrahtpflanze richtig überwintert. Es ist ja eigentlich eine Pflanze, die man oft erst im Herbst irgendwo zu kaufen bekommt. Vorher das ganze Jahr ist sie eher schwer zu bekommen. Und ja, jetzt haben wir Mitte, Ende November demnächst. Und der Wetterbericht hat gesagt, es wird kalt. Die Temperaturen gehen jetzt Richtung Nullpunkt. Und aus dem Grund werde ich jetzt die Stacheldrahtpflanze ins Winterquartier reinholen und überwintern. Und ja, im nachfolgenden Video zeige ich euch, wie das richtig funktioniert. Die Stacheldrahtpflanze ist jetzt hier in ihr Winterquartier eingezogen. In meinem Fall ist es ein Kellerraum. Und eine Anmerkung noch, wenn ihr die Pflanzen im Kellerraum überwintert, dann solltet ihr regelmäßig auch gut durchlüften. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier gerade noch das Fenster auf. Ich lüfte hier wieder durch. So kann man Schimmelbildung vorbeugen. Das ist also auch ganz wichtig. Und der Stacheldraht sollte hier relativ hell gehalten werden. Ihr könnt sehen, das ist ein Fensterplatz. Die Temperatur sollte zwischen 5 und 10 Grad liegen. Das ist bei mir hier im Keller gegeben. Und wenn wir die Pflanze zu kalt und zu dunkel überwintern würden, dann könnte sich der Grauschimmel über die Pflanze hermachen. Und das würde der Stacheldraht dann in der Regel nicht überleben. Ja, die Wassergabe sollte jetzt sehr, sehr gering sein. Der Stacheldraht wird ohnehin nur recht mäßig gegossen, also braucht nicht ganz so viel Wasser. Und im Winter wird das natürlich nochmal verringert. Also wirklich nur sporadisch gießen. Achtet einfach darauf, dass der Erdballen niemals komplett austrocknet oder die Pflanze komplett austrocknet. Gebt halt dann immer ein bisschen Wasser mit dazu. Ja, wenn jetzt das Frühjahr wieder kommt, also wenn es gegeben ist, dass draußen die Temperaturen über den Nullpunkt sind, ich sage immer mal so bei 5 Grad, dann würde ich die Pflanze auch im Frühjahr wieder rausstellen und dann kann man gucken, wie es aussieht, ob man dann einen Rückschnitt der Pflanze macht. Meine ist noch relativ klein, da werde ich mit Sicherheit nächstes Jahr im Frühjahr darauf verzichten, außer ich habe irgendwo abgestorbene Triebe, die würde ich natürlich aus der Pflanze dann rausschneiden. So, und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, dass ihr jetzt wisst, wie ihr euren Stacheldraht überwintern könnt. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich versuche dann so gut und so schnell wie möglich zu antworten. Ihr könnt mich aber auch über Instagram und Facebook anschreiben. Die beiden Kontaktmöglichkeiten habe ich euch unten auch in der Videobeschreibung mal verlinkt. Ja, wenn euch das Video hier gefallen und auch weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Support ist kein Mord, denkt immer dran. Und wer es noch nicht tut und gern möchte, kann natürlich auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!